für die Rückkehrer aus dem Süden. Ob das wohl am Wetter liegt, dass die Störche erst so langsam eintrudeln? Michel Nowak meldet sich aus dem Spreewald. Eine alte Weisheit lautet ja, wenn die Störche zurückkehren, dann beginnt der Frühling. Nun war ja Ostern doch recht unterkühlt und da fragen wir heute mal nach, wie es die Störche aktuell mit Brandenburg halten. Und wo kann man das besser machen als im Storchenzentrum der Spreewaldstadt Vetschau? Hier sind lebensgroße Exemplare ausgestellt. Die imposanten Zugvögel fliegen von ihren Winterquartieren in Afrika teils 15 Wochen zu uns nach Brandenburg. Die Störche werden in diesen Tagen erwartet. Sind denn schon welche im Spreewald angekommen? Die ersten Störche sind da. Die sind schon Anfang März da gewesen, der erste. Und ja, Ostern ist natürlich der größere Schwung gekommen. Das Vetschauer Storchenzentrum hat auch sein eigenes Storchennest. Haben Sie in diesem Jahr hier schon Störche gesehen? Ja, es wurden Störche gesehen. Ostern war der erste Storch hier, hat sich kurz gezeigt, ist weitergeflogen. Aber wir hoffen doch, dass wieder sich ein Storchenpaar hier auf dem Horst niederlässt und die Jungen groß sieht. Wer genau hinblickt, kann auch Kamera und Mikrofon erkennen. Wie seit vielen Jahren sind die Bilder wieder im Internet zu sehen. Da haben wir jetzt den Draufblick aufs Nest von oben. Bei welchen Temperaturen wäre denn da Aktion zum Beispiel Paarungsverhalten? Ja, ich denke mal, die besten Temperaturen sind zwischen 15 und 20 Grad. Jetzt ist die beste Zeit. Ja, ich glaube auch, über die Temperaturen morgen dürften sich die Störche da freuen. Vor uns liegt zunächst eine milde Nacht mit Tiefstwerten zwischen 6 und 10 Grad. Bis auf einige Schauer im Havelland bleibt es trocken. Der Mittwoch beginnt freundlich, die Temperaturen steigen auf angenehme 18 bis 22 Grad. Am Nachmittag ziehen aber von Westen Schauer und teils kräftige Gewitter heran. Wenn das Vetschauer Storchennest hier leer ist, dann gibt es im Spreewald noch eine zweite Chance auf Bilder in Radusch. Dort steht auch eine Kamera an einem Storchenhorst und Radusch ist von hier nur ein Katzensprung entfernt und da hüpfen wir jetzt mal hin. Aber auch in Radusch ist heute kein Storch zu sehen. Angekommen soll er jedoch schon vor gut einer Woche sein. Seit gestern Nacht ist er nicht mehr hier. Aber der wird wiederkommen. Ich denke, vielleicht sucht er sich noch eine Frau oder ist eben auf Futtersuche, wenn er denkt, er ist sowieso alleine. Wird 2018 ein gutes Storchenjahr? Na klar, wir müssen daran glauben. Dann wird das ein gutes Jahr und wir hoffen, die Störche überleben das alle hier und haben gut Futter für ihre Jungen. Und können dann kräftig wieder nach dem Süden ziehen. So ist es leider mit dem Wetter. So ganz aufs Jahr können wir noch nicht schauen, nur auf die nächsten Tage. Und da sehen wir, es kommt ein Schwung warmer Luft Richtung Wochenende zu uns. Donnerstag noch einzelne Regenschauer bei höchstens 15 Grad. Freitag und Sonnabend heiteres Wetter mit Temperaturen bis 20 Grad. Tendenz weiter steigend. Ja, außer einem kleinen Spatz ist jetzt noch kein Vogel hier auf dem Horst zu sehen. Wann lohnt es sich denn im Internet nachzugucken? Solche da sind, beziehungsweise muss man ja ab jetzt das Internet verfolgen. Über die erste Eiablage bis Ende August sind unsere Störche doch live 24 Stunden am Tag auf dem Horst zu sehen. Wir werden es weiter beobachten und wir drücken die Daumen, dass das Wetter in diesem Jahr geeignet ist, damit möglichst viele Brandenburger Störche ihre Küken großziehen können.